als vor 70 Jahren die Firma HP Production in Jana, USA, mit der Herstellung erster Modelle im Maßstab 1 zu 120 unter der Bezeichnung TT, Tabletop, begann, ahnte wohl der Gründer nicht, dass diese Modelle zur Erfolgsgeschichte einer kleinen Modellbahnspur werden sollten. 1948 übernahm diese kleine Spur die Firma Rokal in Westdeutschland. Ab 1957 produzierte in Ostdeutschland die Firma Zeuke und Wegwert KG die ersten Modelle. Heute sind die Modelle unter dem Namen Tillich der Begriff für tausende Modellbahner. Und was Tillich 2015 Neues hier auf der Spielwarenmesse in Nürnberg zu bieten hat, erklärt uns jetzt Heiner Groh. Ja, Heiner Groh, bevor wir zum Neuheiten vorstellen kommen wollen, mal eine Quizfrage. Wissen Sie, wie lange eigentlich schon die Spielwarenmesse Nürnberg gibt? Also so genau weiß ich es nicht, aber wie man mir zugetragen hat, soll es dieses Jahr die 66. sein. Die 66. Spielwarenmesse. Die Antwort war natürlich goldrichtig. Was hat Tillich dieses Jahr den Modellbahnern 2015 zu bieten? Ja, wir haben in diesem Jahr natürlich viele neue Modelle, darunter auch viele Formneuheiten, die wir unseren TT-Modellbahnen anbieten. Wir sind dabei, eine Lokomotive jetzt zu verwirklichen, natürlich auch Güterwagen oder auch weiteres Zubehör dazu. Ich denke mal, da ist für jeden Modellbahner etwas dabei. Ein Highlight dieses Jahr ist sicherlich die Baureihe 95, die wir umsetzen werden, die wir auch im letzten Jahr schon mal angekündigt haben und die jetzt leibhaftig hier schon in der Vitrine steht, als ein erstes Vorserienmodell oder als ein erstes Handmuster. Und wir sind guter Dinge, dass wir diese auch dann halt im Laufe dieses Jahres allerdings erst so als richtiges Weihnachtsgeschäft für unsere Kunden, als Weihnachtsgeschenk für unsere Kunden dann Richtung Dezember dieses Jahres herausbringen würden. Also wissen jetzt schon mal die Frauen oder die Männer von Frauen oder die Frauen von Männern, was sie zu Weihnachten ihrem Liebsten zu schenken haben. Wer auch immer wem irgendetwas schenken möchte, ich denke mal, etwas von der Firma Tillich ist auf alle Fälle mit dabei. Das war ein ganz gutes Wort. Ja, Gaskesselwagen. In TT als Handmuster ist da mit Sonnendach. Was ist das? Das ist richtig. Wir haben also dort einen vierachsigen Gaskesselwagen, den wir dieses Jahr als Neuheit präsentieren wollen. Diese Gaskesselwagen sind ja sehr häufig in Ganzzügen gefahren. Wir haben jetzt als erstes angekündigt für diese Spielwarenmesse eine kurze Bauform. Diese wird dann halt ergänzt Richtung Herbst durch eine längere Bauform. Und auch von diesen beiden Bauformen haben wir bereits Vorserienmuster hier bei uns in der Vitrine stehen. Und gebaut werden sie dann für beide Bahnverwaltungen, Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn. Also dort gibt es sicherlich, sage ich mal, viele Bereiche, in denen man diese einsetzen kann. Natürlich ist auch die Privatbahn mit dabei. Und von daher haben wir dort viele, viele unterschiedliche Varianten, die wir in der Zukunft dann auch anbieten wollen. Und dann gibt es ja immer wieder diesen Klassiker, die Selbstentladewagen. Das ist ja auch immer ein ganz besonderes Highlight. Und wenn man vor allem lange Züge fahren will, ja auch immer genau das, was Modellbahner haben möchte. Und auf Reichsbahngleisen sind die Dinger ja immer rumgefahren. Das ist vollkommen richtig und daher haben wir uns auch in diesem Jahr entschlossen, dort neue Selbstentladewagen aufs Gleis zu stellen, Bauart OOT 41 bzw. 44, die sich also durch die Bauform schon einmal unterscheiden, das heißt eine hohe Bauform oder auch eine niedrige Bauform. Mhm. Dann verlassen wir mal ganz schnell die Schiene und kommen auf die Straße. Sie bieten ganz besonders an diverse Varianten vom LKW Robur. Was sind das für Varianten? Ja, wir haben im letzten Jahr mit dem Robur als Formneuheit oft den Modellbahnern zur Verfügung gestellt, teilweise als Einzelmodell oder auch als Beladung, als entsprechenden Niederbordwagen. Und diese entsprechenden Formen haben wir halt nochmal überarbeitet, beziehungsweise haben auch dort weitere Varianten, zum Beispiel als Pritsche-Plane-Version oder auch dann halt als Kastenversion, die wir in diesem Jahr anbieten. Mhm. Und den Vorläufer, kann man nicht sagen, der Vorläufer vom Robur, den gibt es eigentlich gar nicht, den Garant. Aber Sie haben ja den H3A bzw. S4000 ja ebenfalls hier noch stehen. Richtig, auch den H3A, der ist ja schon seit vielen, vielen Jahren bei uns im Sortiment. Den haben wir mal etwas überarbeitet, etwas aufgewertet. Das heißt, den gibt es zukünftig dann zusätzlich als Kipper-Version oder auch als Pritsche-Plane-Version oder auch als Kasten-Version. Und dort haben wir bereits in den Neuheiten jetzt 4 oder 5 verschiedene Varianten, die wir dort schon wieder anbieten. Mhm. Dann kommen wir wieder zu Selbstentladewagen. Diesmal ist die Bauart FACNNS. Ja, auch die Selbstentladewagen H0 sind bei uns ein Thema. H0 ist ja eine Nenngröße, die wir auch seit einigen Jahren bei uns im Sortiment führen. Mhm. Wir haben jetzt in diesem Jahr in der Umsetzung einen neuen vierachsigen Selbstentladewagen FACCNS Bauart, den wir zusammen mit der HVLE, der Havelländische Eisenbahngesellschaft, aufs Gleis gestellt haben, die jetzt in einem ersten Zug circa im Mai, Juni dieses Jahres diesen als separates Modell bekommt und wir dann diesen Artikel dann halt auch als Set bei uns im Sortiment mit übernehmen werden. Mhm.
Ja, und dann kommen wir zu was ganz Besonderes. Dann gehen Sie wieder ins Ausland, zu den tschechischen Staatsbahnen. Sie haben da eben diverse Kesselwagen ebenfalls anzubieten. Ja, wir haben dort einen zweiachsigen Kesselwagen, dessen Fahrgestell immer auf dem gleichen Baustand aufbaut. Wir aber den mit verschiedenen Bühnenaufbauten, mit verschiedenen Kesselvarianten entsprechend ausschmücken werden. Und so haben wir in diesem Jahr gleich zu Anfang circa 5 verschiedene Varianten, die wir dort anbieten können. Ob das deutsche Reichsbahn ist, dänische Staatsbahnen sind mit dabei oder auch tschechische Bahnen sind mit dabei. Also auch dieser Wagen im H0-Bereich wird sicherlich in den nächsten Jahren mehr und mehr bei uns im Sortiment zu finden sein. Und last but not least haben wir noch eine Dampflokomotive der Baureihe 99 anzubieten. Das ist richtig. Und da gehen wir dann halt in so unsere dritte Nenngröße, wenn man es mal so nennen darf, im Bereich der Schmalspur. Ja, die Schmalspur bei uns ein sehr, sehr großes Thema in den letzten Jahren, was wir auch immer sukzessive ausgebaut haben und bereits im letzten Jahr ja leicht angedeutet haben, dass wir uns eben also eine größere Dampflok vornehmen wollen, und zwar einen Fünfkuppler. Und in diesem Jahr soll es soweit sein. Wir werden also einen Fünfkuppler für unsere Kunden aufs Gleis stellen in der Nenngröße H0M. Und wir haben jetzt hier auf der Messe, das freut mich, ein erstes Vorserienmuster oder Handmuster, wo auch der Kunde wirklich mal sehen kann, wie denn das eventuell im Lauf des Jahres in der Entwicklung dann halt stattfinden wird. Und auch diese Lok, dieser Fünfkuppler, wird circa zum Jahresende hin lieferbar sein. Also alle Modelle, die wir jetzt besprochen haben, das kann ja nur ein kleiner Teil von dem sein, was Sie tatsächlich auf der Messe auch ausstellen, wird dieses Jahr noch im Handel erscheinen. Das ist richtig. Wir sind also guter Dinge, dass wir alles das, was wir auch eben hier ankündigen, bis auf ein, zwei Neuheiten, wo wir es aber separat schon sagen, dass die wahrscheinlich erst 2016 kommen. Aber diese Highlights, die wir hier besprochen haben, die wir hier genannt haben, die sollen Richtung 2015 noch in den Handel geliefert werden. Lieber Heiner Groh, vielen Dank für dieses tolle, kurze, knackige Gespräch mit den vielen Neuheiten, die wir da kurze Zeit unterbringen konnten. Wir wünschen Ihnen für die 66. Messe natürlich alles Gute hier und viel Erfolg und auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. Dankeschön, vielen Dank.